Halloali und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder einen lecker Hackbraten aus dem Crockpot. Ich werde den heute nach griechischer Art würzen. Das heißt, da kommt Thymian, Majoran, einige getrocknete Tomaten und etwas Feta mit rein. Ich werde das Ganze mit Reis servieren und noch ein klein wenig Salat dazu geben. Ich habe dafür heute ein Kilo Rinderhackfleisch besorgt, dann einige getrocknete Tomaten, zwei Eier, ein Brötchen, das werde ich gleich mit der Milch etwas weich machen, eine Zwiebel, die wird sehr fein geschnitten, zwei Knoblauchzehen, 1 bis 1,5 Löffel Thymian, 1 bis 1,5 Löffel Majoran und 1 bis 1,5 Löffel Paprikapulver. Dann habe ich hier etwa 150 Gramm Feta und Pfeffer und Salz. Das Ganze werde ich jetzt schon mal vorbereiten. Den Feta habe ich jetzt in kleine Würfelchen geschnitten. Ich habe mir noch 2 Streifen übrig gelassen. Die werde ich nachher in die Mitte vom Fleisch noch ein bisschen einlegen. Dann habe ich auch die Tomaten in ganz kleine Würfelchen geschnitten, die Zwiebelchen klein gemacht und das Brötchen habe ich bereits ausgedrückt und so ein bisschen zerzupft. Und jetzt kann dann alles in einen Topf und mit dem Hackfleisch vermischt werden. Als erstes gebe ich dann das Hackfleisch in den Topf rein. Dann meine Eichen hier. Ja, man kann auch 3 nehmen, wenn man jetzt kleiner hat, dann gebe ich die Zwiebel dazu und den Knoblauch. Dann gebe ich etwa die Hälfte von den fein gehackten Tomaten dazu. Das waren jetzt hier so 6-8 Stück. Man könnte dann, wenn man mag, auch noch ein bisschen Peperoni damit zugeben. Jetzt gebe ich meine Gewürze hier mit bei. Majoran, Thymian und Paprikapulver. Und dann fange ich erstmal an. Halt, nein, dann kommt auch natürlich noch das Brötchen damit zu. Das habe ich schon ein bisschen zerzupft und ausgedrückt. Und dann kann das jetzt erstmal alles schön durchgemengt werden. Den Käse, den Feta-Käse, den gebe ich dann ganz zum Schluss, weil der sonst zu sehr zerbröseln würde und davon keine Stückchen mehr übrig bleiben. Wenn das dann alles so ein bisschen grob vermischt ist, dann gebe ich natürlich auch noch Pfeffer dazu. Und ein wenig Salz. Da aber bitte ein bisschen vorsichtig sein. Nicht zu viel dran machen. Das wird sehr schnell salzig oder zu salzig. Dadurch, dass der Feta-Käse ja schon Salz in sich trägt. Und dann weiter durch. Und wenn das dann alles ganz gut vermengt ist, dann gebe ich bis auf die beiden Scheiben den Feta-Käse hier mit bei. Und mische das nochmal durch. So, und dann kann man schon einen Leib daraus formen. Ich mache das immer auf ein Stück Backpapier. Und so ein Stück dann da drauf machen. Einen schönen Leib davon formen. Ja, das sollte so ein bisschen ungefähr eine Brotform haben. Schneide den hier in der Mitte einfach ein bisschen auf. Und da lege ich dann nochmal etwas vom Feta mit bei. Na, hier ist noch ein kleines Stückchen, das kann auch noch mit zu. Und noch ein paar getrocknete Tomaten dazu. So. Und dann das Ganze einfach wieder schön verschließen. Und dann kann es auch schon in den Crockpot rein. So, den Hackbraten habe ich jetzt schon mal in den Topf gegeben. Ich mache das immer so, dass ich die Nahtstelle auf die untere Seite lege. Den Topf stelle ich jetzt erstmal auf 2, lasse es dann etwa eine Stunde auf 2 stehen, regel dann runter auf Stufe 1 und lasse es dann nochmal so 5 bis 6 Stunden garen. Die Tomaten, die übrig waren, die habe ich im Übrigen außenrum ums Fleisch gelegt und lasse das jetzt schön mitgaren. So, die erste Stunde ist jetzt abgelaufen. Ich stelle jetzt den Topf auf Stufe 1 und lasse das Ganze jetzt nochmal so 5 bis 6 Stunden auf Stufe 1 weiter garen. So, insgesamt sind jetzt also 6 Stunden vergangen. Das heißt, eine Stunde auf High und 5 Stunden auf Low. Hier hat sich wieder so ein bisschen das Eiweiß abgesetzt. Das mache ich hier so vorsichtig am Rand ein bisschen runter. Und dann kann der Hackbraten griechischer Art schon rausgenommen werden. So, und jetzt kann das Stück angeschnitten werden. Ich mache da immer recht dicke Scheiben. Bei der ersten Scheibe ist meistens noch keine Füllung drin, aber bei der zweiten und der dritten Scheibe ist dann schon deutlich zu erkennen, dass da in der Mitte noch ein bisschen vom Schafskäse drin ist, vom Feta. So, das reicht erstmal. Dann mache ich jetzt wieder ein bisschen Alufolie rüber und
geht das dann erst nochmal in den vorgeheizten Backofen. So, nachdem jetzt alles fertig ist, kann jetzt angerichtet werden. Als erstes beginne ich wieder mit meinem Reis. Das ist ein ganz lecker Tomatenreis, ganz einfach gemacht. Der kommt hier erstmal auf den Teller. Dann kommt ein wenig Paprika dazu. Das ist gerösteter Paprika. Den habe ich so ein bisschen in Öl eingelegt. Den lege ich hier so ein bisschen außen rum. Dann kommt ein wenig Krautsalat. Das braucht alles nicht so viel sein. Das sind ja nur so ein bisschen die Beilagen. Sind aber sehr schmackhaft dazu. Dann kommt noch ein wenig Tzatziki. Da kann dann noch eine Olive mit oben auf. Ein paar Schnittlauchspitzen. Dann kommt ein kleiner Soßenspiegel. Die Soße ist quasi das, was aus dem Fleisch ausgeschwitzt ist, was im Pott drin war. Das habe ich dann einfach rausgemacht in diesen hohen Behälter und habe das dann einfach mit dem Pürierstab ein bisschen durchgemischt. Da ist keinerlei weiteres Gewürz mit dran. So, und zum Schluss kommt dann noch die Scheibe vom Hackbraten dazu. So. Dann gebe ich noch ein bisschen groben Paprika. Etwas gehackten Schnittlauch. Und noch ein bisschen was Grünes auf den Reis. Dann ringsrum noch ein klein bisschen was Grünes. So, das war's dann auch schon. So werde ich das jetzt servieren. Das schmeckt wirklich hervorragend. Vielleicht noch einen kleinen Klecks Soße aufs Fleisch rauf. So, ich werde das jetzt meinen Gästen so servieren. Die freuen sich schon, die sitzen schon hungrig am Tisch. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Wie immer einen hervorragenden Appetit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.